gegenhält. Das wird interessant sein. Chemie ja durchaus. In jeder Hinsicht ein Vorbild, eine Leitfigur bei Chemie Leipzig. Spielt fast jede Woche mit Bewegung und über 90 Minuten auf dem Platz. Ein Führungsspieler, wie er im Buche steht. Einer der Chemiefaktor der Stadtgrenzen rüber gewechselt zu den Hertha Amateuren. Bustamente. Seit Jahren an der Kante zum Profikader. Den Durchbruch in der Bundesliga hat er bislang nicht geschafft. Bustamente. Bustamente auf. Bustamente. Gegen den CFC unter der Woche einen Elfmeter verschossen. Reichte trotzdem zum Sieg für Hertha. Bustamante. Guter Ball. Da ist Ray dann wieder. Bustamante. Ball geht durch. Bustamante. Schwierigsten Aufgaben im Fußball gehört, gegen gut gestaffelte Teams Lösungen zu finden. Das sucht man teilweise bis in die hohen Ligen vergeblich. Czemski. Bustamante. Bustamante gegen Mauer. Bustamante. Aus dem Nichts die erste echte Torchance für die Gäste. Bustamante. Da. Mit Kontrolle und immer wieder der Versuch, über diese diagonalen Bälle Chemie auseinanderzuziehen. Bustamante. Abu Alfa. Mauer. Dessen Potenzial unbestritten ist, hat sich mehrfach versucht, in der dritten und auch in der zweiten. Jepel oder Mauer, habe ich gedacht. Weil von beiden zu wenig kam. Ja, im Fußball fallen Tore, wenn andere Fehler machen. Marcel Lotka. Erst Czemski. Fuchs als letzter am Ball. Kurz ausgeführt von Hertha. Bustamante hat Platz. Ebenso wie Albrecht. Abgegrätscht von Weyer. Und Mauer. Ähnlich einen Unterschied, dass Chemie einmal zugeschlagen hat. Nach
Bustamante. Jetzt geht's im Zentrum rund und Bustamante legt den Bund Golovan. Sind, das hat er nicht verdient, das hat niemand verdient und deswegen muss man da schon mal dran. Führung im Rücken ist das natürlich etwas, was man deutlich besser verkraftet. Achtmal auch schon in der Bundesliga aktiv. Für Hertha, also Michel Brink mit vielen Ballkontakten nach seiner Einwechslung. Ein Wort zu Benjamin Bellot. Für mich der Benjamin Bellot wird ja trainiert bei Chemie von seinem Onkel Harald, Torwarttrainer bei der BSG. Verpasst, gutes Stellungsspiel. Wir kommen jetzt in eine Phase, wo sie näher zum Tor kommen, das muss man sagen. Es ist zwar schon ein paar Jahre her, da hatten wir Trikots. Willkommen bei Chemie. Bustamante sieht die nächste Gelbe. Insgesamt eine faire Partie. Nur Bustamante und Redan bislang verwarnt. Kommt zu spät gegen Reinhardt. Zieht trotzdem durch. Klare Sache. Gelb